Hallo da zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Thrones of Britannia Online Battle. Mit an meiner Seite heute der Lord. Immer. Putz. Sehr gut. Schön, dass du da bist. Ja, Mann. Finde ich auch. Ja. Wir können diesmal die Gegner schießen. Du bist jetzt auch bei den Armbrustschützen dabei. Richtig, ne? Ich habe 6 Armbrustschützen mit dabei. Oh, ich habe nur 5, aber dafür ein Katapult. Ja. Mal sehen, ob das klappt, die Berserker damit zu zerschießen. Weil das ist ja eigentlich der Hauptfokus, den wir jetzt haben. Ja. Wenn die wechselt, den Rest können wir mit unserer Infanterie auch machen. Ich meine, ich habe 6-mal schwarze Klingen. Die reichen aus. Und das meine Schildtronnen müssen auch ausreichen. 11-mal Armbrustschützen, ey. 11-mal. Ja. Ich habe die bis jetzt noch nie als Gegner gehabt. Noch nie. Nur in der Kampagne. Aber jetzt hier so im Spiel, im Online-Battle noch nie. Aber es funktioniert ja mit denen. Ich meine, die machen mit einer Salve schon ordentlich Damage. Ich mache mir jetzt erstmal selbst ein Bild davon. Was hältst du denn eigentlich vom Gastrafetes-Mod für Rom 2? Hast du den schon gesehen? Nein, gehört. Griechische Armbrustschützen. Ja, okay. Es gab ja wirklich schon Armbrüste damals, nur sehr, sehr rudimentär. Sehr viel schlechter als die im Mittelalter. Die konnten nicht mithalten, aber... Es gab die wirklich schon auf dem Schlachtfeld. Also fügt der Mod nur diese Einheit oder diese Armbrustschützen hinzu? Genau, fügt nur die Armbrustschützen hinzu. Na gut. So, du hast Artillerie mit dabei, nicht wahr? Ja, oder? Gut, dann such dir einen Platz aus, wo du hingehst. So, hat die einen. So einen ganz normalen Feuermodus. Dann nehme ich den auch. Oh, diese Armbrustschützen, ey. Für den Krieg gerüstet. Da fragt schon einer, ob No Art No Art ist. Ja. Hättest du vorher fragen sollen. Eben. Zu spät. Ich nehme mich mal so weit nach links auf, wie es geht, ne? Weil dann habe ich noch so ein bisschen den Hügel. Ja, dann komme ich mit zu dir, ja? Ich wollte eigentlich hier... Du meinst doch, man kann einstellen, ne? Dass man Symbole hat, Armbrustschützen und so. Ja, drückst auf Leertaste, dann hast du diese Schlösser dort neben den einzelnen Overlays. Ah, okay. Aber und die drückst du halt an. Aber ansonsten so nicht. Das ist irgendwie eine Einstellung oder so. Okay. Das habe ich so gemacht zumindest. So habe ich es rausgefunden. Vergiss deine Einheit im Wald hinten nicht. Deine Wolfshunde. Oh ja. Natürlich ganz wichtig. Schauen wir uns jetzt erstmal an. Man sieht es echt nur auf der Minimap, dass die Einheit da hinten drin ist. Sonst im Wald würdest du gar nicht sehen. Es ist ultra geil für Hinterhälte, aber als Spieler ist es eigentlich scheiße. Ja. Ich meine, ich sehe sie jetzt nicht mal. Ja. Banner ist einfach. Wenn man rauszoomt, dann sieht man sie, aber sonst nicht. Wenn du reinzoomst, dann nicht. So, erstmal Katapulte an die Front. Ich bin ready. Ready for takeoff. Das immer. Boah, wenn ich Leertaste drücke, habe ich nur 15 Frames. Ja, das ist echt lächerlich, ne? Ja, ist so eine wichtige Taste auch. Also, ja. Diese Fähigkeit ist so wichtig. Normalerweise drücke ich die immer, aber... Ja, ich auch. Na gut. Also ich hoffe, ich treffe... Ach nee, geht ja nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich treffe direkt den General. Aber es gibt ja jetzt hier diese... Was war das? 25%-Regel oder so? Dass der General erst irgendwie bei... Gibt es? 25%... Ja, das haben die irgendwie neu hinzugefügt. Also das muss man... Man muss irgendwie 75% der Einheit erst töten und dann kann der erst sterben, der General. Okay, das kannte ich noch gar nicht. Finde ich nicht schlecht eigentlich. Halt. Jetzt kann man nicht ganz so einen lucky Treffer landen. Ja klar. Das geht ja nicht. Oh, die sind weit auseinandergestellt. Würde ich ja normalerweise dann sagen, oh fuck. Okay, nur oh fuck würde ich normalerweise nicht sagen. Nicht? Aber würde eigentlich gerade sagen, dann rushen wir ein, aber wir haben eh so ein, ne? Richtig. Bild. Wir lassen den einfach hier drüben weit laufen.
Wir kümmern uns erst um den Waliser. Der Feind nähert sich! Volles Tempo! Da kommt auch die Kafsche entgegen. Königliche Uchelvir. Sehr viele Schwerträger hat er mit dabei. Was hat der hier drüben? Der hat gar nicht so viele Berserker mit dabei. Zwei Stück sehe ich hier gerade. So, jetzt kommt Artilleriemann. Oh, schön in diesen Blob rein da. Ja. Na, ein bisschen nach vorne, dann rollt die Kugel vielleicht noch ein bisschen. Soweit zur Theorie. Was hat denn der hier für Bogenschützen? Schießt doch, Männer! Wikingerjäger. Auch mal? Kannst deine Info noch ein bisschen weiter vorschicken? Nicht, dass ich jetzt gleich alleine gegen zwei kämpfen muss. Oh! Alter, hast du getroffen? Die aber die. Wow, oh! Die rollt alles. Oh shit, ja. Ich muss mich zurückziehen. Okay. Ja, ich. Ja, dann komm mal so, komm mal, ne? Zu mir. Ich kann ja noch ganz in Ruhe schießen. Ja, du musst aber bedenken, dass wir dann teilweise hügel aufwärts kämpfen, oder? Nee, doch nicht. Sieht nur so aus. Oh, der hat mir aber ordentlich reingehauen. Was hat denn der für Bogenschützen mit? Langbogenjäger? Ja, der hat Langbogenschützen mit. Oh, oh, oh. Meiner hat auch Langbogenschützen, okay. Ist ja deiner. Der beschießt mich ja. Ach, shit. Ja gut, warte mal, dann... Schickt damit. Ah, ich lass die Artillerie einfach hinten stehen, so. So, dann gehen wir hier Schwere zu. Feindlichen Einheiten entdeckt. Geben wir mal denen eine Salve. Ich will mal sehen, wie stark diese walisischen Schwerträger jetzt leiden, wenn ich einfach drauf schieße. Zu dir her, scheiße. Usch. Oh, ich fallen. Oh, oh! 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 Leider nicht mehr da. Es waren 6 Stück. Muss jetzt ein Angriff gehen, dann am besten, ja? Ich? Ja. Sonst werde ich jetzt hier hart in die Mangel genommen, ja? Gut, ich gehe in Fernkampfangriff, ne? Weil. Ja, beschäftige diese Bogenschützen da irgendwie. Die zerschießen mich jetzt gerade. Und ich kann nicht weg. Okay. Ich muss ja die Position halten, damit du noch sehen, wo ich weitermachen kannst. Ich. Oder, ja, meine Artillerie ist oder wir überrennen mal mit Kaff, oder? Du hast doch Kaff. Ich komme mal rüber zu dir. Blackler-Kaff habe ich, ne? Ja, die reicht ja, um die Fernkämpfe aufzureiben. Okay. So, er geht jetzt auch auf mich rauf, ja? Jo. Ich bin jetzt in Reichweite, also ich kann. Ich schnapp jetzt die Schildbeißer. Ich komme mit meiner Kaff zu dir und werde dann jetzt mir die Fernkämpfer schnappen, ja? Ja, ich habe hier, guck mal, eine. Ich nehm dafür die Hunde. Ich nehme dafür die Hunde. Mach das. Schieß sie um irgendwann? Jetzt. Oh, die Schildbeißer! Nice! Alter, guck mal bitte hier. Hier ist eine Einheit falsch rum. Da schieße ich jetzt mit 4 Einheiten rein. Oh, mach das. Mach das. Ich schnapp mir jetzt die Langbogenjäger, ja? Oh ja, okay, dann schicke ich meine Hunde auf deinen Gegner lieber. Oh, oh! Jetzt kommt das Manöver. Sehr schön. Kann sich und getroffen. Oh, richtig getroffen, geil. Wir haben hinter uns Kavallerie im Wald, hier. Okay? Ja, okay, gut, weiß ich Bescheid. So, Fernkämpfer sind platt. Oh, die Speere haben jetzt richtig einkassiert durch deine Salben. Ja. Oh, die Langbogenjäger, ey. Sehr nice. Ich zieh mal eine Wölfe zu dir. So, meine Kaffee ist dann jetzt down damit. Nein, ist er nicht geil! Schaut euch die nächsten bitte. Sehr schön. Sogar sein General ist da. L. Sehr geil. Fernkämpfer sind weg. Die Männer wurden besiegt. Sie verlassen das Schlachtfeld. Oh. Die leiden hart, ey.
Achtung, Kavallerie kommt jetzt von hinten. Ich seh's. Kriegt mein General. Oh, Whisky fragt, ob wir aufnehmen. Oh, die Kaff ist jetzt mir hinterhergekommen. Achso, der General. Ja, ist okay. Ist nicht schlimm. Er hat gar nicht so hart gelitten. Dann schnappt jetzt mal euch die hier bitte. Unsere Männer haben sie versorgt. Kämpfer, holt sie euch. Vorsicht, Feinde. Auf sie mit Gewehr. So, jetzt kommt hier drüben was. Die scheiß Schildbeißer. Da sind sie nicht. So. Zack, Fuskals leiden hart. Ich könnte jetzt gleich Support brauchen von dir, ja? Kannst du den Rücken reinchargen? Oder die Fernkämpfer, die schnappen? Ne, lieber nicht die Fernkämpfer, lieber. Das ist eine gute Idee. Oh ja, ich seh's. Oh ja. Oh fuck, deine Hunde werden gejagt. Ich schnapp mir die mal. Mein Jet survived. Sieht's da aus? Oh, die leiden hart hier. Schnappst du die restlichen Leute da noch? Oh, was machen die Hunde denn da? Oh, geht das flott. Geht das flott? Alter. Oh! Super, die Huskals sind down. Schaff ich jetzt mal die hier drüben, bitte. So, rauf da mit euch. Ihr kommt hier rum, bitte. So, macht mal die Huskals bitte platt. Oh, die Huskals sind down, bevor es überhaupt losgeht bei denen. Kannst du die restlichen Fernkämpfer schnappen? Ja, dann. Genau. Dann mache ich jetzt hier. Kaff. Ich helfe dir noch ein bisschen dabei. Eine Garantie kann ich dir nicht geben dafür. Ja, ja. Achtung, pass auf diese Joms-Wikinger da auf. Hast nicht aufgepasst. Schade. Oh, aber wer da? Steht, die sind zurückgekommen, oder? Ja, die haben sich gesammelt. Ah, okay. Hier kommt jetzt dein General. Wie läuft's gegen deinen Gegner? Oh, da kommt der Gen. Ach du Scheiße, ich brauch deinen Kaff-Support jetzt gleich. Weil sonst schafft er sich meine Armbrust schützen wahrscheinlich. Okay. Wo? Bei dir drüben, der Gen. Der Gegenrüscher. Ah, ich hab noch einen Top-Schwertkämpfer, super geil. Ich will mich gerade im Rücken der Wikinger gehen und dann reinschießen dort. Ja, das probier ich auch schon gerade. Ich mach kurz den Kampf fertig, dann mach ich das mal. Ein schönes Battle. Ja, finde ich auch. Nice. So, jetzt flieht er gleich bei mir hier. Haha, er zieht ab hier. Aber ich probiere mal seinen General zu snipen. So, Otto ist abgehauen. Jo. Und es war gerade Otto. So, rauf hier mit euch. Ich habe den Kampf gleich gewonnen. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Es funktioniert echt, ist das geil. Die Schildbeißer kamen gar nicht zum Einsatz. Also haben wir jetzt zumindest was gefunden, was funktioniert. Ja. Meine Schwertkämpfer halten auch richtig gut durch. Gut, es sind zwar keine Berserker, keine gegnerischen, aber... Ja, ich sehe es, aber du hast hier noch ein Schildhorn reingeschmissen. Schild. Ja. Burg reingeschmissen. Ich sage aber Schildhorn. Das ist eigentlich was ganz anderes. Ist ja geil. Ja, schön hier auf den General. Der Feind hat seine Einheiten versammelt. So, die sind weg hier. Dann kommen wir jetzt mal den rüber. So, dann haut mal hier die Sperrwachen weg. So. Sehr schön. So, die sind weg.
Und zwar die Talsperrkämpfer da hinten. Aber diese Armbrustschütze. Oh! Oh! Ich glaube, das ist schon meine Lieblingsfraktion jetzt. Oh! Oh! Der Trupp war gerade eben noch bei 50 Mann, jetzt hat er nur noch 2. Ich komme mal zum Support mit meinen Armbrustschützen, das wird lustig. Aber deine Schwertkämpfer haben da echt eine Def. Ja. Ist schon böse. So. Ich löse jetzt mehr Teile der Linie auf. Geh in den Rücken. Oh, dein Gen ist gefallen. Nein. Mal wieder. Irgendwie, das ist eher gewöhnt hier. Ja. Geil. Boom, schneller Tat den Rücken jetzt hier. Jetzt kommt der Gen vom Gegner, weil ich, ob ich noch eine Salve abkriege. Ja, ich krieg die! Wusch! Oh, hast du das gesehen? Aua. Kommt noch einer. Ja, da kommt was. Geil. Habt ihr noch 20 Reiter? 17? Diese Armbrustschützen. Ja, die sind richtig effektiv, ne? Richtige Biester. Ich stelle mir das gerade vor gegen Extra, ne? Also nicht gepanzerte Einheiten. Das ist ja, ja, habe ich gemacht. Ich habe gegen ohne Schilde gemacht. Das ist schon böse genug. Mit einer Salve gegen Huskals sind, glaube ich, 30 Mann gefallen. Nice. Ich meine, die sind gerade schlachtentscheidend, diese Armbrustschützen. Ja. Boah, wie viele Kills sie haben. Ich habe noch die Hälfte meiner Munition. Was ist denn das? Ah, sehr geil. Ja, guck mal, ohne Berserker, gut gewonnen. Ohne Berserker, gewonnen. Gegen Berserker. Ja, meine hat jetzt keine Berserker, aber ja. Meine hatte Schildbeißer mit und die, glaube ich, sind auch nicht auf ihre Kosten gekommen. Schauen wir uns mal an. Oh, meine Artillerie war böse. Alter. Nee, er hatte keine mit dabei, sehe ich gerade. Ich dachte, doch, er hat welche dabei gehabt. 2 Stück und die hatten beide nur so um die 20 Kills. Das ist wenig. Ja, Mann. War geil. Aber, guck dir mal die Huskals, guck dir mal die Huskals von den anderen. 9 Kills. Ja. Das waren alles die Armbrustschützen. Generell die Kills der Gegner. Der eine 902, der andere 430. Das ist ja lächerlich. Und nix. Alter Verwalter, deine Artillerie hat sich auch gelohnt. 158 Kills. Ja. Nice. Aber Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Denkt daran, beim Lord ein D-Abo zu lassen oder ein Dislike. Darüber freut er sich immer. Ja. Und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.